So, willkommen zu diesem neuen Jägerstände-Video. Und zwar habe ich jetzt was gesehen, das dort hinten war ja die Nummer 29 aus der Folge 4. Und da steht einfach mal ein neuer. Und da ist ein Reh. Das habe ich jetzt echt verpasst. Gibt's doch gar nicht. Okay, ich hätte nicht so laut anfangen müssen mit reden. Jedenfalls ist da ein neuer. Den schaue ich mir jetzt mal an. Ja, und hier wächst irgendwie Hafer. Und was ist dazwischen? Natürlich Tupinambur. Der ist doch noch wieder durchgekommen. Also man kriegt den nicht weg, wie ich sage. Hier waren immer Tupinambur-Feld. Wenn der einmal im Erdboden drin ist und man kriegt nicht alle Knollen raus. Und der ist auch winterhart. Der wird immer wieder rauskommen. Okay. Wow. Das ist nicht mal stabil mit Gitter und allem. Jo. Da war der alte. Die neuen sind irgendwie immer viel größer und stabiler gebaut heutzutage. Okay, auf geht's zum nächsten. Oha, cooler Baum. Hälfte abgestorben. Hier abgestorbene. Und was weiß ich. Oh Mann, krass. Hier habe ich nämlich auch noch einen übersehen. In Folge 4. Das ist hinten war jetzt da irgendwo, der sieht man jetzt nicht. Der 91. Das ist der 92. Aber ich habe gerade so Hosen an und hier sind Brennnesseln. Das wird nicht so toll. Nee, also. Scheiß. Oh Mann. Nee, also ich verzichte. Hier ist ja überhaupt kein Rankommen von keiner Seite. Hier ist er nur komplett zu mit Dorngestrüpp. Der ist auch halb verrottet. Ich glaube, der wird zusammenbrechen. Hier kommt man echt nicht ran. Der ist ja total verwachsen. Guckt euch das an. Okay, also das ist Nummer 92. Nee, also da oben, ja, hier ist alles am Verrotten. Ja, nee, da kommt man jetzt echt nicht ran. Ist ja nur Gestrüpp und Brennnesseln. Okay, 6. August. Da wird geerntet, wie es aussieht. Kommt der Traktor. Ach ja, ich liebe das Geräusch von Mähdreschern. Mhm. Da sind wohl ein paar Maschinen fertig mit ihrem Tageswerk. So, heute der 8. Juni, bin jetzt hier bei ca. 36 Grad am Nachmittag losgefahren. Was habe ich gesagt? Heute ist der 8. August natürlich und das ist Nummer 93. Oha, das ist ja einigermaßen abenteuerlich hier. Na, ist das nicht Mosch? Ich hoffe nicht. Ach so, ich muss auf Wespennester achten. Hier ist nichts. Die Schnapsflaschen. Und man sieht die Landschaft. Ja, schön. Jetzt gehe ich auf den nächsten. Da hinten sind noch mehrere. Nummer 94. Schönes Teil. Offen. Keine Gefahr von Wespen.
natürlich genauso gute Aussicht. Ich werde jetzt mal nicht alle abklappern. Den dort hinten lasse ich mal aus. Die beiden dort, die drei dort lasse ich aus. Auf der anderen Seite war auch noch einer. Ich fahre jetzt erstmal woanders hin, weil ich will bei 100 erstmal eh mit der Serie aufhören. Da hinten ist der Berg. Da ist Frostiplatz. Nee, warte mal. Doch. Die eine, die größere Antenne, da ist Frostiplatz. Ach, Rehe, habe ich jetzt verpasst. Vögel. So, jetzt habe ich etwa 12 Jägerstände ausgelassen. Die waren mir zu weit abseits. Und das ist der nächste hier, Königsfahren natürlich. Ja. Und hier mit Tarnnetz. Schöner Wald. Und hier eine schöne übersichtliche Wiese. Und dort hinten war irgendwo schon der nächste. Ich natürlich kein zu trinken mitgenommen auf die Tour, weil das wäre ja sonst langweilig, wenn man alles immer bei sich hätte. So, das war Nummer 94. Ne, warte mal. 1, 2, 3, ja, das war inzwischen Nummer 94. Dort hinten kommt Nummer 95. Hatte ich mich erst verzählt. Ne, jetzt kommt Nummer 96. Hatte ich mich wieder verzählt. Da hinten ist noch einer, den ich nicht jetzt filme. Da hinten ist auch noch einer, den ich jetzt auch nicht angucke. Und das ist 96. Also brauche ich bloß noch 4 Stück. Aber die nächsten 4 sind dort hinten sowieso. Jawohl. Nummer 97 sieht auch relativ hoch und groß aus. Ja. Zehn Stufen hoch. Und jetzt ist die Preisfrage. Wespennest oder nicht? Ja, Wespennest. Aber was soll's? Die werden mich aber hoffentlich in Ruhe... Hornissen? Nee, oder? Hornissennest? Ja, sind das Wespen? Ich erkenne das nicht. Wespen. Naja. Und dort hinten müssten noch welche sein. So, Nummer 98. Mehr finde ich jetzt erstmal nicht, aber ich fahre eh noch woanders hin. Puh. Keine Wespe? Hier war mal ein Nest. Okay, hier drin ist nichts. Ja. Aber hier drin möchte ich auch nicht sitzen, wenn Fenster zu sind und die Sonne drauf scheint. Was ist denn hier los? Hier war gerade irgendwie ein Motorradfahrer. Nee, was ist das, ein Quad? Hey, was geht denn hier ab, bitte? Was ist denn jetzt? Als ob hier 11 Mopeds und so gerade durchgefahren sind mitten im Wald. Ey, krass. Da hat die Langeweile. Was geht denn hier ab, ey? Ja, die. Na? Oh, Ferdis. Die Linse war zu. Ferdels. Halb 7 abends, immer noch 32 Grad. Ich habe mich erstmal einfach mal entschieden, dass das hier Nummer 99 ist. Jawohl. Oh. Kann man den überhaupt besteigen? Komm, brech nicht zusammen.
breche nicht zusammen. Alter. Ups, der ist grenzwertig. Egal. So, und dort hinten ist einfach mal Nummer 100. Da sind auch noch irgendwo welche. Egal. Ich nehme jetzt den dort. So, Nummer 100. Eine mit Stahlleiter. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ist er doch. Wespenkontrolle. Nix. Nicht schlecht. Es sind ungefähr mindestens 40 Grad hier drinnen. Locker. Komm noch atmen. Das gefällt mir. Eine kleine, keine Ahnung, was für Fliege, Wespe, auch immer, hat sich verirrt. Kein Wespennest. Gut. So, das war ja der Jägerstand Nummer 100. Und damit tschüss und bis zu neuen Videos. Ciao. Hier direkt an der Eisenbahnlinie. Schiene.